jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit 1. Wir nennen es mal Vergangenheit 1 und Vergangenheit 2. Freunden hidden. Sie sind voller Sünde. Befreie sie, damit sie auch meine. Die andere Abtrünnige. Stutz ihr die Flügel. Kommen. Schneid sie ab. Sie gehört zu ihnen. Lev. Auf der Hut. Okay, die nächste Etappe, wo wir 255.000 irgendwelche Gegner töten müssen. Ah!
Wo es lang geht? Es muss diese Richtung sein. Verdammt, was mache ich? Bonnie, jetzt kommt er nicht. Ja, kauf dir eine PlayStation 4 und probier das Kampfsystem mal aus. Du wirst dich wundern. Würdest dich wundern. Die sind frisch. Gibt's noch einen anderen Weg? Glaubst du wirklich, wir würden dann diesen nehmen? Oh, Schokoriegel. Komm schon, mach auf. Komm schon. Nee, das hat nichts mit Maus und Tastatur zu tun, sondern mit, das ist halt mega clunky. Ich helf dir. Oh, die dicke Bertha ist wieder da. Ey. Ich drück doch schlagen. Du. Ist das da etwa mein Rucksack? Echt? Möchte, dass dieser Kampf vorbei ist. Ah!
alles in Ordnung? Ja. Scheiße, wir können kein Medkit machen. Alrighty. Na los. Was macht der Arm? Ich habe es unter Kontrolle. Okay. Nehmt alles mit, was ihr seht. Ich fass das nicht an. Das ist von früher. Soll das sein? Ihr braucht Vorräte. Wir sind noch nicht aus dem Schneider. Saublöde Redewendung. Eine was? Echt seltsam, dass Skars jetzt aufs Gas losgehen. Seraphiten. Was habt ihr bloß gemacht? Ich hab mir den Kopf geschoren. Okay, dann sag's nicht. Das ist mir egal. Gibt's dazu noch Kontext oder? Ich habe mir den Kopf geschoren. Das war jetzt dein Vergehen, okay, aber in welchem Kontext denn? Also dürfen die das nicht, oder? Kontext kommt noch? Okay. Ja. Wollte ich gerade sagen, warum frage ich überhaupt? In The Last of Us 2 kommt ja eh immer alles ein bisschen später. Das wissen wir ja nun mittlerweile schon. Interessant. Stimmt, eine Rückblende. Ganz ehrlich, die Rückblenden sind aber auch das Beste an dem Game bis dato. Oh, Fnatic, du solltest den Stream nicht gucken. Also wirklich in weiser Voraussicht, ich guck sie lieber nicht an. Auch nicht mit dem Chat zusammen. Tust sie lieber nicht an, Fnatic. Komm wieder, wenn das abgeschlossen ist oder wenn wir es nicht spielen. Ist nur ein lieb gemeinter Rat. Emma, moin, ich grüße dich. Keine Angst, ich spoilere dich nicht. Nee, darum geht's nicht. Es geht nicht um das Spoilern, es geht darum, dass wir das hier nicht so 10 von 10 finden. Darum geht's. Und das hier sehr ironisch und sehr sarkastisch ist. Und ich möchte dich davor bewahren, wenn du das Spiel magst. Außer du kannst damit natürlich umgehen. Aber es könnte auch sein, dass du wütend wirst. Also es gab schon viele Leute, die sehr wütend geworden sind. Deswegen ist das so eine nette Vorwarnung. Für die heutigen Verhältnisse ist das Game ganz gut. Okay.
Boah, dann haben wir aber heute, dann haben wir ja fast gar keine Ansprüche mehr, Redmox. Dann haben wir ja fast gar keine Ansprüche mehr an Computerspiele. Oh, Fnatic, das sagen schon so viele Leute. Nur noch ein kleines Stück. Das haben schon so viele Leute gesagt. Und bis jetzt hat mich noch nichts. Dämon! Bleib hinter mir! Leute, ist egal. Ey, verfranzt euch nicht wieder in... Lasst uns einfach spielen, okay? Wir machen das später. Macht das nicht während des Streams, sonst wird das wieder toxisch. Lasst uns einfach Spaß haben. Wir suchen jetzt Zettel. Versuch mal, wenn, auch wenn's... Egal. Wir versuchen es einfach, okay? Wir driften jetzt nicht ab, schon wieder in so einen Scheiß. Das machen wir nachher. Ranten können wir am Ende. Lass mal spielen. Vielleicht wird das ja wirklich noch richtig krass. Vielleicht haben wir einen Plot-Twist und wir spielen nachher einen Klicker am Ende. Seattle, Tag 1, aus der Sicht eines Klickers. Und wir stehen einfach nur in der Ecke, weil wir keine Geräusche hören und klicken vor uns hin. Und dann kommt eine Rückblende. Dann kommt eine Rückblende an dem Tag, an dem wir uns infiziert haben. Und dann lernen wir die Backstory, warum der Klicker zum Klicker geworden ist. Und dann begleiten wir ihn und merken, wie er zum Bloater wird. Das wäre krass. Das, vielleicht kommt sowas noch, wisst ihr? Immer ruhig bleiben. Oh, und nicht runterfallen. Oder doch runterfallen? Was jetzt? Ich glaube, wir müssen hier hin. Du glaubst das? Du musst gar nicht mitkommen. Willst du, dass ich euch beide hier allein lasse? Lasst uns einfach verschwinden. Ich bin weiter als du, Fnatic. Hast du nicht gesagt, du hast es durchgespielt? Hast du nicht gesagt, du hast das durchgespielt, Fnatic? Ey, ich sag euch das vor. Ich gebe jedem immer einen Disclaimer, der reinkommt. Der sagt, er mag das Spiel. Ich gebe jedem einen Disclaimer. Ach, Chat ist doch nicht komisch. Chat hat Spaß. Chat will auch einfach nur mal rennen. Ach so. Alles klar, okay, Fnatic. Ja, dann wie kann gesagt. Halt nicht alles Wolfenstein sein, kleiner als 3. Wow, der letzte Wolfenstein war auch scheiße, Cyberkrug. Der war grottenschlecht. Der letzte Wolfenstein-Teil war grottenschlecht. Den habe ich eine halbe Stunde gespielt und habe ich die Scheiße wieder ausgemacht. War genauso blöd. Ich bring euch durch, ihr öffnet das Tor, ja? Machen wir. Na los. Du bist dran. Hau rein, Fnatic. Lass dich gut gehen, Maga. Tja, hätte sie immer Proteinriegel gegeben. Beeilung! Was machen die denn jetzt? Ah!
Dieses Kampfsystem ist so anders. Ich hab nicht mal Zeit darauf zu reagieren. Ihr habt nicht mal Zeit darauf zu reagieren. What the fuck? Verpiss dich. Okay, und jetzt? Okay, ich muss jetzt nicht von vorne anfangen. Alter, das ist nicht... Okay, besser ist auch. Mann, ey, man sieht halt gar nichts. Nichts.
Es ist einfach nur dunkel. Und die Kamera ist auch komplett gegen den Arsch. Eine Gaspause? Nee. Hau rein dann schon. Ich meine, hinter dir fällt einer runter. Du läufst irgendwie nach vorne. Du willst ausweichen und auf einmal fällt dir hinten einer in den Nacken. Wer hat denn diese Kameraführung gemacht? Hier muss doch irgendwo ein bisschen... Also... Wer hat denn das? Ob das. Yeah.
komm ja schon. Mann. Mehr von denen. Nur eine Minute. Muss dich gut festhalten. Okay. Come on, baby, give daddy some loving. Oh, mein Arm. Salt Waiter, danke schön für 37, Maga. Konzentrier dich aufs Atmen. Ein und aus. Schön gleichmäßig.